Freunde der Außenwelt, wir switchen rüber und let's rock! Carina bei der Arbeit. Wir hatten lange keins. Hallo! Hallo! Ich suche... Ich suche nach einem Zahnarzt. Was? Nein, sollten Sie aber vielleicht mal. Ich suche, Ja, was sucht sie denn? Oh, das ist immer schlimm, wenn Leute reinkommen. Ich suche und selber nicht wissen, was sie suchen, obwohl sie suchen. Tatsächlich ein bisschen Reizunterwäsche. Ich verstehe schon. Okay. Etwas, sexy, hexy. Sonst wäre es ja keine Reizunterwäsche. Wisst ihr jetzt, was ich meinen Mann fragt? Sie meinen also etwas Reizvolles, ja? Etwas, zum Hingucken. Etwas, was ihn... Ja, zum Weggucken wäre ja schlimm. Richtig hot macht. Oh. Genau, ja. Ich verstehe. Ich kann mir vorstellen, mit was Carina gleich kommt. Sowas haben wir nicht. Oh. Wir sind hier ja kein Puff. Nein, natürlich nicht, aber ich... Ja, gut, dann... Ich dachte, die kommt jetzt mit einer Gesichtsoperation. Schönheit-OP heißt das, genau. Ich hätte da noch eine Idee. Okay, was denn? Sie wollen Ihren Mann also so richtig geil machen, ja? Es wäre schlimm, wenn sie das bei Fremden auf der Straße machen will. Sagen, ja. Hier, eine Tüte. Na gut, das ist sowas Ähnliches, was ich dachte. Sich die über den Kopf. Was? Tun Sie Ihrem Mann einen Gefallen? Oh Mann, ja, den Job nicht mehr lange. Tschüss! Carina bei der Arbeit. Guten Tag, ich würde gerne etwas umtauschen. Aber natürlich, das ist gar kein Problem. Sehr gut, Wenn Carina da nicht arbeiten würde, wäre das kein Problem, das stimmt. Dieses Teil hier soll es sein. Wieso hängt das schon am Haken? Sie umtauschen? Ja, genau. Wieso denn, wenn ich fragen darf? Ach, ich hab's zu Hause nochmal angezogen und irgendwie hat's mir dann, weiß nicht, doch nicht so gut gefallen. Okay. Ist das ein Problem, oder? Nein, es ist nur so, dass ich... Was denn? Entschuldigung. Oh nein, alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles gut. Was haben Sie denn? Dieses Teil, was Ihnen da nicht gefällt, das... Ja? Das habe ich selber gestrickt. Wie hatten die das gestrickt? Hä? Okay, ganz einfach. Und dann im Laden aushängen und verkaufen. Es gibt ja auch so Leute, die kaufen sich einen Anzug, um den für einen bestimmten Abend anzuziehen und bringen den dann wieder zurück und sagen, na, gefällt mir doch nicht. Das haben Sie gestrickt? Das ist meine Idee. Ich habe selber gestrickt und wenn Sie... Was passiert eigentlich mit den Klamotten, die man dann nach einem Tag zurückbringt, weil sie doch nicht passen oder ihnen man doch nicht gefällt oder so? Werden die dann wieder ausgehangen oder werden die aussortiert und dann... abgeschrieben oder so. Dann sage ich Ihnen, gefällt das nicht, dann werde ich ganz oder landen die auf den 1-Euro-Tisch da. Nein, das tut mir jetzt echt leid, also... Nein, alles gut. Okay, ja, ja, ich würde es aber trotzdem gern umtauschen. Okay. Ich behalte es, das lag bestimmt... Hat nur noch 4 Euro gekostet. Einfach nur am Licht zu Hause, dass es da nicht so gepasst hat, optisch für mich. Ja? Ja, ich bin da. Was für ein Stimmungsumschwung. Ach, das war das Licht wahrscheinlich einfach nicht gut. Danke, vielen Dank. Okay, alles Gute dann. Danke, tschüss. Also für diese Taktik darf man die doch nicht feuern, Alter. Trottel. Carina bei der Arbeit. Ich sag's. Herzlich willkommen in Carinas Klamottenladen. Was kann ich für Sie tun? Es ist Ihr eigener Klamottenladen. Wie kann die dann gefeuert werden? Ich bin gespannt. Hallo. Ja, ich suche für meinen kleinen Tobi. Tobi, sag mal hallo. Hallo. Für meinen kleinen Tobi ein kleines T-Shirt. Hallo, Tobi. Hallo. Falls Sie es haben, gerne etwas mit Tobi. Willst du sagen, was soll auf dem T-Shirt drauf sein? Paw Patrol. Die scheiß Drecksköter, Tobi. Alter! Leid, Tobi, sowas haben wir hier nicht. Okay. Dann vielleicht etwas, was etwas farbenfrohes? Aber natürlich! Na und jetzt. Wenn ich. Jetzt kommt so ein Hippie-Shirt aus den 70er. Wenn ich den Tobi so angucke, dann sicherlich auch was mit. Stretch, ja? Wie bitte? Naja, ihr Tobi ist ja schon etwas. Was? Fett! Also. Kleiner, fetter Pummel-Tobi. Das ist ja wohl... Naja, aber komm, wenn sie es nicht kapiert hat beim ersten Mal, wenn sie es schon freundlich ausgedrückt hat mit dem Stretch,
Naja. Wirklich eine Frechheit. Mit was sie ihr Bike füttern, das ist eine Frechheit. Ich hab mal eine Frage. Tut mir leid, Tobi, wir haben keine Pommes. Hast du auch was von Peppa Wutz? Von was? Kennen Sie Peppa Wutz nicht? Nö, was ist das? Das ist ein kleines Schweinchen. Ach so, warten Sie, ich google das mal. Ja, ich bin mir sicher, wenn Sie das googeln, dann sehen Sie das Bild und dann kennen Sie Peppa Wutz auch. Also. Finden Sie nicht? Ich hab dickes, fettes Schweinekind eingegeben und dann kam nur ein Foto. Oh nein! Das kannst du nicht machen! Von Tobi! Boah, banabundende Geister, Alter! Bei der Arbeit! Herzlich willkommen, Karin, das Klamottenladen! Was kann ich für Sie tun? Ja, moin, guten Tag. Ich wollte mal wissen, ob Sie auch Gutscheine verkaufen. Aber natürlich! Das ist gut. Dann bitte einen Gutschein über 30 Euro, bitte. Für einen über 30 Euro? Wie viel denn genau? Tut mir leid. Was denn? Die 30-Euro-Gutscheine sind leider aus. Wie? Die Gutscheine mit 30-Euro-Guthaben sind leer. Aber schreiben Sie nicht einfach selber die Summe in den Gutschein rein? Nein, das dürfen wir nicht mehr. Von wem? Von der EU. Ehrlich? Was? Das ist mir neu. Was haben Sie denn noch für Gutscheine? Was habe ich noch? Ich habe noch einen Gutschein über 370 Euro. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist viel zu viel. Perfekt. Wen ist der Gutschein denn? Für meine Frau. Die Sie anscheinend nicht wirklich lieben. Was sagen Sie da? Na, wenn Ihnen Ihre Frau nicht mal 370 Euro wert ist. Sagen Sie mal, was bilden Sie sich ein? Beruhigen Sie sich. Ja, hatte so aber ein bisschen recht, ne? 30 Euro zum Geburtstag. Was ist das, Alter? Ich hab doch noch einen anderen Gutschein, der deutlich günstiger ist. Heutzutage kannst du dir ein halbes T-Shirt davon kaufen, Mann. Ist wie viel? Nur 150. Alter Schwede. Ja, gut. Gut, dann der 150-Euro-Gutschein, bitte. Allerdings muss ich hier noch einen Text eintragen. Was denn für ein Text? Na, für Ihre Frau. Nein, das kann ich zu Hause selber machen. Tut mir leid, hat die EU verboten. Die EU verbietet, dass man selber Geburtstagstexte schreibt. Ich kann es mir auch vorstellen. Ist doch ne... Gut. Schreiben Sie bitte, Hallo, mein süßer Hasepups. Mein süßer... Hasepups? Ja, das ist ihr Kosename. Sie scheinen ihre Frau wirklich zu hassen. Alles Liebe und Gute zu deinem 21. Geburtstag. 21? Ja, 21. Wie alt sind Sie denn? 43. Wow! Jetzt reicht es aber. Geben Sie mir sofort den Gutschein. Aber heutzutage ja nicht mal so realitätsfern. Ich meine, da, wo die Liebe hinfällt, wie man schon schön sagt. Eins. Ja, aber erst die 240 Euro, bitte. 240? Wieso 240? Sie haben 150 gesagt. 90 Euro Bearbeitungsgebühr, weil ich den Text geschrieben habe. Karin. Jetzt verstehe ich, warum die EU verbietet, dass man selber Texte reinschreibt. Na, bei der Arbeit. Natürlich stecken da auch Steuern mit drin. Dann ist es gut vorstellbar. So, hab endlich was gefunden. Sehr schön. Das hier soll's sein. Das? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Wieso? Hässlich. Ja. Warum verkauft es denn? Hässlich. Also, ich muss sagen, mir gefällt's. Ach, das ist für Sie? Ja. Na, dann passt das ja. 34,20 Euro, bitte. Karina bei der... Wir wissen alle, was sie damit sagen wollte. Oder ist auch was? Ja, guten Tag, ist mir ein bisschen unangenehm, aber dürfte ich vielleicht einmal Ihre Toilette schnell benutzen? Aber selbstverständlich! Das ist super lieb, vielen, vielen Dank. Vorher müssten Sie allerdings noch ein, zwei Fragen beantworten. Was? Nur ein, zwei Fragen beantworten! Danach dürfen Sie gerne die Toilette benutzen. Okay, gut, wäre total klasse, wenn das schnell geht. Ja, ich muss wirklich... Aber natürlich! Wo habe ich den Fragebogen denn nur? Entweder ist er hier... Was denn, sind zwei, drei Fragen und die braucht dafür einen Fragebogen? Okay. Oder ist er hier weiter links? Ich guck mal. Rechts. Vielleicht etwas schneller. Es tut mir leid. Hier ist er nicht. Dann kann er ja nur noch links sein. Bitte. Da ist er auch. Sind wir jetzt bei Blau und Schlau oder was? Ich nicht. Oder eher gesagt Dora? Ich guck noch mal rechts. Bei allem Respekt, aber ich... Da ist er ja. Wunderbar. Bitte, die Fragen. Frage 1. Müssen Sie groß oder klein? Tut mir leid. Mein Chef hat sich das ausgedacht. Oh, ich dachte, das ist Ihr Laden. Wieso hat die einen Chef? Mann. Groß, ich muss groß. Groß. Okay, jetzt eine etwas unangenehmere Frage. Oh Mann. Ihr Code. Ist der eher etwas fester oder...
Oh. Oh oh. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in Deutschland auch irgendwann so ist, dass du, bevor du öffentliche Toiletten, ist ja keine öffentliche, aber bevor du öffentliche Toiletten benutzt, solche Fragen beantworten musst. Damit sie dann die richtige Reinigungskraft reinschicken können. Meistens etwas. Meistens etwas wässriger. Okay, also zu erwarten ist ein klassischer Flatterschiss. Dürfte ich jetzt bitte Ihre Toilette benutzen? Tut mir leid, es fehlen noch 12 Fragen. Das ist nicht Ihr Ernst. Zwei freie Fragen. Sie sind nicht sehr zufrieden gerade, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich ruf mal eben meinen Chef an, ja? Klein Moment. Ja, hallo, Herr Klamottenladenchef, hier ist Carina. Herr Klamottenladenchef. Ah, ich war... Danke, die Therapie läuft gut. Ich habe schon ewig keine Kinder mehr beleidigt. Nein. Ja, ich habe hier einen Kunden, der möchte wissen, ob er mal auf die Toilette gehen dürfte. Der muss ganz dringend. Sehr, sehr dringend. Das Problem ist, es fehlen noch 12 Fragen. Dürfte er vielleicht erst seinen Flatterschiss in die Porzellangrube ballern und danach die restlichen Fragen beantworten, ja? Fein, wie ist es durch den Laden schreit, Alter? Ja. Ja. Alles klar, das werde ich ihm sagen. Super. Und? Ich habe einfach den besten Chef der Welt. Ja? Er hat Nein gesagt. Also, Frage 3. Was haben Sie zuletzt gegessen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier findet ihr alle Carina-Videos und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Ein großes Dankeschön auch an das AWO-Kaufhaus mit Herz in Messeburg, denn hier dürfen wir heute drehen. Applaus! Findet ihr auch heute in der Videobeschreibung. Tschüss! Vor allem, wer wischt das jetzt auf, wenn es wässrig war, Alter? Oh oh. Ich glaube, Carina kündigt. Das wäre mal neu. Ich hoffe, wo war Gabi eigentlich? Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.